Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und heute haben wir die nächste Pro FC Live Challenge am Start zu PH Sin. Keine Ahnung, ob er so ausgesprochen wird. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Der hat ein Bild. Das ist doch schön. Der hat außerdem einen Prime Electrum Profi Pack als Gesamtbelohnung. Was ich jetzt auch für das Team, was ich abgebe, eigentlich wieder nicht so geil finde. Vom Value her einfach. Also hier gebe ich jetzt auch wieder ein komplettes Gold-Team ab im Endeffekt. Für einen Prime, ne Premium auch nur, ne? Für ein, nee, doch Prime Electrum Profi Pack. Also, sagt mir gerne, was ihr denkt, aber ich finde, das ist einfach von dem, was du abgeben musst, einfach kein guter Value. So, vor allem, weil du bei den ersten Easy Silber- und Bronze-Spieler halt recyceln konntest so ein bisschen und dafür solide Packs bekommen hast. Aber das Ding ist irgendwie, keine Ahnung, wack. So, keine Ahnung. Ja, ein Gold-Team müssen wir abgeben mit 25 Chemie. Wir brauchen einen Brasilianer, ansonsten nur drei aus einer Liga und mindestens vier von derselben Nation. Einen seltenen. Relativ easy machbar. Ich habe mir Spanien rausgepickt, weil ich da einige relativ stabile, low, also nicht ganz low-rated, so 79, 80 ist auch dabei. Da hatten wir zumindest ein paar Goldspieler rumliegen, die ich benutzen konnte. Außerdem einen Gold-Brasilianer aus der La Liga, das hat sich dann auch angeboten. Bin dann halt über die beiden hier dann weitergegangen zu den weiteren Spaniern. Und hatte mir einfach nur noch mit Spanien aufgefüllt und aufgepasst, dass ich halt nicht mehr drei aus einer Liga habe. Ich habe hinten noch drei aus der Frauenliga, drei aus der Männerliga, dann einen aus der MLS und Saudi und Italienische Liga jeweils noch einmal. Am Ende habe ich noch mit zwei, in dem Fall sogar Ligue 1 Spielern aufgefüllt, lustigerweise beide von Nizza. Weil ich zumindest weiß, dass ich den tradable auf der Transferliste habe und halt untradable im Verein, dann kann ich den gleich nehmen. Ansonsten weiß ich gerade nicht, wen ich sonst noch auf Transferliste habe und deswegen habe ich einfach den erstbesten untradable Non-Spieler aus dem Verein genommen. Das war Sanson. Ja, relativ simpel. Kannst du auch wieder, kannst halt auf ein Ein-Nation-Team gehen. Ne? Also kannst du ja theoretisch ein ganzes Brasilien-Team bauen. Du kannst auch theoretisch ein komplettes England-Team bauen und einen Brasilianer random reinstellen und dann ist gut. Ja, ich habe mich jetzt halt für Brasilien plus Spanien entschieden plus random Spieler. Und wir kriegen dafür halt, ja, ein ja, okayes Pack. Ich glaube, hierfür kriegen wir, da stand es auch eben nur EP, ne, genau. Was kriegen wir nochmal als Gesamtding dafür? 81, okay, 81 plus mal 11 ist halt ganz cool, aber halt auch nicht die Welt, weil da habe ich auch schon gesehen, habe ich jetzt auch schon oft genug selber gezogen, um zu wissen, wie scheiße das sein kann. Wir gucken mal, was wir hier draus kriegen. 80 plus garantiert. Argentinien, Innenverteidiger, das ist schon mal nicht gut. Ja, 82? 82 hat er, ne? Ja, das ist halt einigermaßen wack. Auch wieder, also nichts Besonderes einfach. Das ist jetzt nicht komplett scheiße. Doch, eigentlich schon. Also keine Ahnung. Ist halt 2 über Mindestrating, ne? Also, das ist schon nicht doll. Sally Özcan hier noch als Dortmunder. Den stoße ich dir nochmal ab, weil ich will nicht die ganzen Dortmunder Untrades immer recyceln müssen. Da stoße ich die lieber einfach ab, wenn ich weiß, dass ich die Untrade habe. So, wir haben jetzt noch theoretisch hier das ein oder andere Pack am Start. Ich werde zwei, denke ich mal, öffnen. Wir haben noch zwei SBCs. Weitere. Ja, das passt. Wobei am Ende, wenn ich die letzte mache, habe ich ja noch zwei weitere Packs mindestens. Wir machen mal drei auf. Ich will mir die ein bisschen für die ganzen Dinger-Videos aufteilen, weil die Packs an sich sind halt insgesamt nicht so geil. Okay, das ist sogar eine 83erin oder so, glaube ich. Oder 84erin von Juve, die Dame. 83, glaube ich, ne? Ne, okay, auch 82. Egal. Ja, ist auch okay vom Rating her, dafür, dass es ein 78 plus Double Upgrade war. Ist das tatsächlich okay? Junge, die hat einen Blick drauf auf der Karte. Aber ist es auch nicht die Welt. Wir machen noch die beiden Packs jetzt auf. Mal schauen, was es da gibt. 80 plus mal 2, Frankreich, rechter Flügel. Digga, okay, kann halt. Ja, okay. Ich dachte gerade schon Dembele, Gianni, aber es ist. Nee, Gianni wäre ja Lyon. Aber ich dachte gerade Dembele, aber es ist Baltimore. Ist tatsächlich okay, weil dann hätte ich wieder Dembele in irgendein SBC hauen müssen. Weil ich habe den noch untrade. Fällt gerade ein, ich kann auch. Den habe ich, glaube ich, in den SBC abgegeben. Dich habe ich abgegeben. Habe ich dich nicht auch mal abgegeben, neulich? Ja, guck mal. Das ist alles hier, ne? Ja. 282er ist sogar okay, das geht halt schlechter aus dem Double 80 Plus Pack. So, dann machen wir jetzt noch das Ding hier auf und dann beenden wir das Video auch. Brasilien, Stürmer, Jesus. Gabriel Jesus, ist okay, 84. Damit kann man leben, würde ich sagen.
Auch weil ich kaum noch 84er und 83er im Verein habe, ist es halt ganz gut. Da ziehe ich jetzt auch nicht so viele Duplikate dann. Ja, das war okay. Ich hoffe, ihr hattet auch ähnlich Packlack. Also ist es jetzt kein krasses Packlack gewesen, aber es war halt stabil von den Ratings her. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst doch gerne ein Like da, das würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.